Super Mario RPG. Es grüßt euch wieder euer Looks-like Link zum Remake eines echten Klassikers. Mario! Und damit beginnt auch schon das etwas längere Intro, was uns aber schon einiges zum Abenteuer verraten wird. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Brandaktuell, richtig, richtig nice, lange erwartet von Fans. Na, wobei ich immer nicht genau sagen kann, ob das auch für uns hier in Europa, sprich in Deutschland, auch so zählt. Denn dieses Super Nintendo-Spiel, was jetzt hier ein Remake bekommt, ist ja eigentlich nie bei uns rausgekommen. Ihr wisst es. Und das Original Super Nintendo-Spiel als Klassiker haben wir ja auch schon Let's Played. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das lange her ist, aber na doch, der Start ist schon 3 Jahre her. Und auch wenn wir damals es nicht original bekommen haben auf Super Nintendo, mussten wir ja bis zum Jahr 2008 warten, als es dann einfach auf der Wii erschien, in der Virtual Console Version. Oh, Mellow, die kleine Wolke. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn wir es nie bekommen haben, ey, es ist ein wirklich tolles Spiel, ein klasse Abenteuer. Und ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut über die Ankündigung, dass wir es nochmal in wunderhübscher Aufmachung erleben können. Und ich meine, seht euch das an. Seht euch das an. Das ist einfach richtig, richtig faithful, wie man so schön sagt, dem Original entsprungen. Es sieht genauso aus wie früher, bloß jetzt einfach in hübsch und in übelst geiler Qualität. Boah, und Gino, ein ultimativer Fan-Favorite, also jedenfalls drüben bei den Amerikanern. Hier weiß ich halt auch nicht so genau. Gino, wie gesagt, man hat das Spiel nicht hier in Deutschland gekannt und so dementsprechend sind auch viele Leute damit nicht aufgewachsen. Wobei mir natürlich klar ist, ey, Gino, eine lebendig gewordene Puppe, natürlich ist das geil. Ja, aber so ein bisschen so, ich hype den Charakter auch nicht unbedingt. Ich finde ihn cool, klar, aber er ist auch richtig cool. Bowser. Ja, und ihr merkt schon an der Art, wie ich auch über das Spiel spreche, es ist also nicht blind, ja. Auch das Remake soll jetzt nicht große, heftige Veränderungen und damit auch keine großen Überraschungen bieten. Aber die ganzen Wolkenbewohner, ey. Bowser mit seinen Abenteuern. Ey, damals, ne, eine Kooperation mit Nintendo und Square Enix. Auch bei diesem Remake tatsächlich wieder. Insofern ich weiß, jedenfalls stand's doch da beim Copyright-Symbol. Ey, und Peach ist natürlich auch dabei. Und die bilden alle ein individuelles, einzigartiges Team. Sowas gab's auch noch nie. Dass einfach Peach ja nicht nur gerettet werden muss. Nee, sie nimmt einfach aktiv teil an der Gruppe. Alter Mario. Und ja, da ich das Spiel auch schon kenne, kann ich euch auch sagen, dass das hier wieder so ein Abenteuer sein wird. Da ist die eigentliche Reise das Ziel. Ihr könnt euch auf sehr, sehr verschiedene bunte Charaktere freuen. Tolle Story-Abschnitte könnt ihr euch freuen. Aber es ist halt auch sehr, sehr simpel. Und ein sehr, sehr einfaches Rollenspiel. Es ist ja immerhin Marios erstes Rollenspiel. Oh ja, doch, wo ich das hier sehe, klar, Leute. Es gibt Partnerattacken. Alle zusammen in. Ja. Super Mario RPG. Ja, das ist einfach so toll. Richtig, richtig cool. Leute, es freut mich sehr, dass ihr bei mir wieder einschalten wollt. Auch wenn ihr vielleicht schon das Original bei mir gesehen habt, ne? Würde ich euch auch nochmal gerne verlinken. Dann könnt ihr vielleicht auch direkte Vergleiche ziehen. Aber auf welchen Schwierigkeitsgrad möchtest du spielen? Ey, alles zum ersten Mal in Deutsch. Richtig cool. Locker. Kämpfe sind weniger schwierig. Perfekt für alle, die lieber entspannt die Story folgen möchten. Leute, der normale Schwierigkeitsgrad sollte auch nicht viel schwerer sein. Kämpfe auf Standardschwierigkeit. Für alle, die Herausforderungen suchen. Da bin ich aber gespannt. Aber gut, wir beginnen einfach das Spiel. Jetzt geht erstmal die richtig tolle Story los. Oh nein. Natürlich macht sich Mario so gleich auf den Weg. Mann, was ist denn das schon wieder? Peach pflückt Blume, wird direkt entführt.
Ey, das sieht richtig, richtig klasse aus. So ein hübscher Stil. Guck mal, wie schön das aussieht. Es ist immer noch diese, ja, so diese leicht, ne, hier diagonale Perspektive. Das. Boah, ey, Bowser's Statue hier, okay, kann jumpen, alles klar. Spezialtechniken, ich guck mal ein bisschen die Tasten gleich mal an. Items, ah ja, okay. Es sind sogar so ein bisschen die Super Nintendo Controller Knöpfe. Items, so. Dann haben wir hier Start, alles klar. Ah, das Inventar, Level 1, ey. Ausrüstung, natürlich noch nix, komplett nackig. Techniken, Items, wir haben keine Items dabei. Wir können nur Sprung. Ah, man sieht sogar, wann man die erlernt, die Fähigkeiten. Das ist auch cool. Ja, also natürlich wird das Remake, auch wenn es sich sehr an das Original halten wird, hat es natürlich typische Modernisierung am Start. Ne? Quality of Life, all sowas. Deswegen, ich glaube, man kann jetzt schon sagen, es ist die optimalere Variante, Mario RPG zu spielen. Das Original wird, glaube ich, so ein bisschen obsolet. Egal, Monsterfibel. Cool. Die ist auch neu. Okay, alles klar. Lies, wie Spiel und Steuerung funktionieren. Quatsch. Es ist doch gar nicht blind. Du. Na dann. Alter, was sind die für Typen? Komm her. Wow. Das sieht alles so schick aus. Ich hab schon gleich wieder richtig Bock. So, mal gucken, wie das Angriffsding funktioniert. Das Spiel hat ja so ein bisschen... cool. Ein Erfahrungspunkt. Das Spiel ist ja ein bisschen auf Timing basiert, um mehr Schaden zu machen, um mehr einzustecken, ne? Wie man es auch so in späteren Mario-RPG-Spielen ja dann da tatsächlich doch kannte. Ey, du Sau, komm her! Oh, da muss ich aber das Timing erstmal rauskriegen. Oh, da muss ich alles wieder reinkommen. Alter, wie schnell muss man denn da drücken? Das Ausrufezeichen müsste auch das den Timing-Punkt eigentlich zeigen. Aber ja, muss ich erstmal reinkommen. Kein Ding. Ich mache das ganze Schild, weil, wie gesagt, das Spiel sollte nicht schwer sein. Was? Ah, Mario sieht so super aus. Ey, wie kann man das denn... Ne, ihr müsst ja bedenken, Super Nintendo, da sah natürlich halt ein bisschen sehr klein aus und so und knuffig und pixelig. Aber das sieht genauso aus wie früher. Boah, die ganze Umgebung, alles so viel schicker gemacht. Wow! Oh, oh. Tja, es gibt kein Zurück mehr. Aber direkt Bowser eine reinhauen, ist ja klar. Diesmal muss Mario nicht irgendwie erstmal ein ganzes Abenteuer bestehen, um hierher zu kommen. Nö, er geht direkt zum Schloss. Warum macht er eigentlich immer so? Peach da oben! Alle Zipskloppe! Nimm dich in Acht vor Bowser, Mario! Haha, jetzt geht's dir an den Kragen, Mann! Ey, das ist voll geil, das ist alles auf Deutsch. Das ist richtig cool. So, hier war tatsächlich schon der Trick, ne, so ein bisschen. Ich muss die Kette angreifen, an die Kettenhunde hängen. Weil Bowser ist ein bisschen zu krass. Ich versuch's natürlich trotzdem. Oh, Quatsch! Er war einen reingehauen. Abgeblockt. Cool, ich war noch mal ein bisschen Timing hier. Oh, voll richtig reingezimmert, ey. Daneben. Mario, die Kette! Greif doch die Kette an, du Depp! Ja! Ich wollte bloß mal ein bisschen hier zeigen, wie man Bowser einfach umboxt. Zack, auf zur Kette. Von Weitem. Oh, ich werd sterben, Leute. Alter, voll reingehauen. Au, und los, komm. Oh, richtig Uppercut Fist, ey. Abgeblockt. Mario, greif dir die Kette an. Peach, mach ich doch schon. Ich greif gleich dich an, Peach. So. Mm. Oh, wie kümmerlich, so wird das nie was, Mann. Ach ja, Bowser. Ich glaube, dass man wirklich halt auch weiß, bei Bowser bringt es nichts. Man muss ausrasten. Was hat er so geklärt? Hm? Licht doch mal! Beiß zu, Leuchterhund! Sonst gibt's eine Kettenreaktion! Leuchterhund! Du bist mein einziger Halt, Mann! Weh, du machst den Mund! Runter mit dir, Mario! Ah! Gib ihm Saures! Oh, mach ihm Beine! Oh, ich fall gleich runter! Oh. Runter, hab ich gesagt! Man, so Quatsch, wie das aussieht! Bowser voll! So! Haha! So einfach schnappst du mir Peach nicht weg! Also nicht einfacher als sonst auch. Ständig fusst du mir ins Handwerk.
Aber jetzt reicht's. Spüre meinen Zahn. Schon wieder verloren. Richtig dumm. So ein Glück. Ich hatte solche Angst. Komm, Peach. Lass uns rasch fort von hier. Was denn jetzt noch? Mario, die Festung bebt. Alter, hat Bowser noch ein Ass im Ärmel. Was zum... Alter, kam da gerade ein riesiges Schwert aus dem Himmel? Super Mario RPG. Das war der Prolog. Und ja, Bowser ist hier nicht der Oberbösewicht. Einmal weggeflogen. Marios Haus. Und ich hoffe, ihr merkt, Leute, dass das Spiel sehr, sehr lustig ist. Mit dem Humor und den ganzen Dialogen. Mario, sag mal, die meisten Leute betreten ihr Haus aber eigentlich durch die Tür. Da wird einfach Hänge in meinen Klamotten. Warum hat Mario nur eine Einzimmerwohnung? Na, ist ja nicht wichtig. Eigentlich bin ich bloß hier, um Prinzessin Peach bei dir abholen zu kommen. Im Palast wartet man nämlich auf sie. Watschel, watschel. Toll. Wie Mario einfach zwei Ersatzmützen hat. Spring auch nur, ich will nur ein bisschen hier hängen. Einfach abhängen. Ach, Herr Jemini, ey. So, wir sind hier bei Mario mit seiner Pilzlampe. Oh, was zum... Oh, ich wollte das Licht aus, weil ich da gleich pennen. Hups. Ah, da muss ich erstmal den Stress verdauen. Okay, alles klar, Mario. So. Abgespeichert auch noch. Interessant. Was hat prüfen? Eine Lagerbox. Nichts in der Box? Was? Ich habe eine Lagerbox? Ich glaube, das Original, als wir das gespielt haben, ist ein bisschen her. Nur sowas gab es aber nicht, ne? Ist das schon eine Quality of Life-Einstellung? Ja, aber sichi. Vielleicht unten auf dem Bett hier. Ah, sieht alles so schick aus. Ach, man, toll. Tadam. Toad, wir müssen dir was erklären. Es gab da ein kleines Problem. Aber wo ist denn die Prinzessin? Alle meinten, sie wäre hier bei dir. Ne, wisst ihr, was passiert, wenn man mich mit ihr in der Obhut lässt? Wieso so schweigsam, Mario? Willst du mir etwas nicht verraten? Es ist doch nicht schon wieder Bowser, der hinter der Sache steckt, oder doch? Ach Mann, ey. Warum habe ich eigentlich keinen Hals? Mario, bitte, bring die Prinzessin wieder zu uns zurück. So wie immer, okay? Mach ich doch gern. Ach Mario, eine Sache noch. Sollte es dich doch mal aus den Latschen hauen, dann wachst du wieder dort auf, wo du zuletzt dein Spiel gespeichert hast. Aber dein Abenteuer wird zusätzlich auch automatisch gesaved, wenn du dich von einem Gebiet in ein anderes bewegst. Cool, wa? Ziemlich praktisch, oder? Sollte dir da also mal ein Unglück geschehen und ist nicht dein ganzer Spielfortschritt dann nicht gleich futsch, sondern nur ein kleiner Teil. Und falls du lieber nichts dem Zufall überlassen willst und dein Spiel selbst speichern möchtest, kein Problem, hüpf einfach auf die Speicherblöcke wie diesen hier. Aber durch Autosave sind die irgendwie obsolet. Solche Speicherblöcke sind eine prima Sache, falls du während deiner Reise mal ein kleines Päuschen einlegen möchtest. Tja, das war so ziemlich alles von mir. Und nun los, Bowsers Festung wartet. Okay, leider tot. Dankeschön, dass du uns hier hilfst. Ne? So kann ich auch noch wie früher auf die einfach rufspringen. Okay, erstmal hier speichern. Keine Speicherdateien, 3 Stück gibt's wieder. Ach, mit diesem coolen Röhrendesign. Hier, dem Pipeline-Design ganz rechts. Ah, oh, das sieht so hübsch aus. Ich freue mich, dass das einfach auf Deutsch alles ist. Das ist richtig cool. Das ist nochmal so eine richtig kleine, ja, Neuerfahrung. So, wir haben da unten 7 Sterne da unten als Collectibles. Ja, es ist aber tatsächlich ein sehr, sehr kurzes Abenteuer. Also, wenn man jetzt an ein Rollenspiel denkt, ne? Dann ist aber eigentlich, denkt man sich von wegen, okay, das wird bestimmt lange dauern. Aber so lange dauert es gar nicht. Vor allem, da ich das Spiel halt kenne. Und das eventuell, ja, durch die Quality of Life-Dinger alles noch schneller geht. Wir gucken mal. Ein paar Sachen weiß ich auch noch, die sich geändert haben. Ich glaube, dazu denn zu gegebener Stunde mehr, oder, kleiner Toad? Falls du Lust auf ein Schläfchen hast, schalt einfach die Pilzlampe in deinem Zimmer aus und du haust dich in die Federn. Ich kann jetzt nicht schlafen.
So, dann machen wir es mal auf den Weg. Mario, der natürlich wieder mega abseits wohnt. Guck mal, das ist das Schloss. Oh, man, die coole Overworld-Karte. Auch eine sehr, sehr interessante Darstellung des Pilzkönigreichs. So, aber erstmal, alter Bowsers Festung im Westen, bitte. Ihr wisst doch alle, wer das ist, oder? Ich weiß nicht, ob die jetzt auch die Namen übersetzt haben, weil wir kennen nur alle die Englischen. Aber meiner Meinung nach ist das Exor. Guck, ob der immer noch so heißt. So, was ist denn jetzt los? Ich kämpfe auch hier ein Riesenschwert, das ist kein Problem. Aber auch die schönen Zwischensequenzen sind alle so schick. Davon wird es auch definitiv mehr geben. Alter! Ein bisschen peinlich sieht's aus. Halt, Eindringling! Keinen Schritt weiter! Wir sind Schmiedrichs Schergen! Und diese Festung gehört nun uns! Wir planen Großes! Und dies ist nur der erste Schritt! Wenn Störenfriede wie du nicht wären, wäre die Welt schon heute unser! Und nun hinfort mit dir! Verdammt! Da ist jetzt wohl kein Hinkommen mehr. Na super. Ja, aber das war noch Peach und. Ach, so ein Mist! Tja, das war nix. Dann halt nochmal. Sagen wir jetzt dem Toad Bescheid, dass das irgendwie, nicht ganz nach Plan läuft anscheinend? Ja, doch, doch, doch. Wo ist denn jetzt überhaupt der Pilz? Dim, 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 dim. Hallo? Wo seid ihr denn? Hallo, Toad. Huch, das ging aber schnell. Hast du irgendwas vergessen? Nee, aber was denn? Mal richtig dramatisch, guck mal. Was, die Brücke zu Bowsers Festung ist kaputt? Das ist ja scheiße. Das Mario hat doch mal so richtig bildlich erklärt. Ach, da kommen so lustige Szenen. Da berichten wir lieber sofort dem Kronminister im Pilzpalast von. Los, Mario, auf geht's. Der Kronminister? Oh Gott, ey, Peach hat einen Minister. Lalala. So, wie kommen wir jetzt am besten hin? Ey! Du, ich nur wieder. Hä? Na du, sag mal, durch den Knuff gerade hast du ja einen ganzen Kraftpunkt verloren. Das macht aber nichts. Hier mit einem der leckeren Pilze aus dem Palast ist gleich wieder alles gut. Pilze halten, geil. Wenn du mal Items zur Heilung einsetzen möchtest, drückst du da einfach nur X zu. Alles klar? Kinderleicht. So ein Pilz ist genau das Richtige, wenn es mal schlecht um deine Kraftpunkte bestellt ist. Aber Moment mal, wegen irgendwas bin ich doch extra hierher zurückgekommen. Oh! Huch, ich hab's! Und zwar wollte ich dich warnen, dass der ganze Pilzpfad von Monstern nur so wimmelt. Ich hab's selbst gerade so mit roten statt blauen Flecken zu dir geschafft. Du musst was tun, Mario. Ist ja auch geil übersetzt. Dabei fällt mir ein, weißt du, was Actionbefehle sind? Nee, erzähl mal, hä? Was, hä? Na, aber gerne doch. Der Gumma wartet bestimmt noch jetzt artig. Ja, dann stürzen wir es mal zuallererst in einen Kampf. Wow! Dim, 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 dim. Beim Kämpfen geht es nicht nur um rohe Kraft, auch das richtige Timing ist ultra wichtig. Drücke zuerst mal A, um anzugreifen. Dim, 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 dim. Und zwar auf den. Wow! Stopp! Drücke jetzt ein weiteres Mal A, während des Angriffs des Gegners. Alter, klasse, genau so! Also natürlich während ich den Gegner angreife. No, dein Angriff war nicht nur extra stark, sondern hat mehrere Gegner auf einmal erwischt. Actionbefehl sei Dank, genau, das ist auch eine, ja, quasi Quality of Life-Funktion, dass die Kämpfe halt ein bisschen schneller gehen. Man muss nämlich sagen, bei Mario RPG kämpft man sehr, sehr viel. Ja, ist ein Rollenspiel, ne? Aber es hat halt auch ein bisschen immer sehr, sehr leicht und kann sehr schnell so ein bisschen dröge werden. Und deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass man hier so ein bisschen das schneller erledigen kann. Jetzt durch die Action-Kombos. Geil! Probier auch mal A zu drücken, wenn du angegriffen wirst. Alter, abgeblockt. Klasse, genau so. Und links gerade Zweier-Kombo. Wenn dein Timing perfekt ist, steckst du keinen Schaden ein. Angriffe, die deinen Gegner, die deine ganze Gruppe treffen, kannst du mit Actionbefehlen nicht abwehren. Oh, okay. Flächenangriffe also sind außen vor. Versuch jetzt mal eine Spezialtechnik. Drückst du mal Y für mich? Special? Alter, Sprung. Okay, alles klar. Plätte Gegner. Drücke unmittelbar vor Gegnerkontakt. Ah, alles klar. Was soll ich halt erstmal auswählen? So. Oh mein Gott. Und jetzt drück einmal mal A-Knopf. Boah, flip. Kombo 3. Vorbildlich. Bei Techniken weichen Aktionsbefehle oft ab.
Also nicht bloß einen einzelnen Knopfdruck. Ach so. Also immer schön lesen, wie du deine Lieblingstechnik besonders mächtig machst. Übrigens, die Kampfanzeige hier erfüllt sich mit jedem gelungenen Actionbefehl ein Stückchen. Und wenn sie voll ist, dann... Naja, deine Gegner sollten sich schon mal warm anziehen. Freu dich drauf! Dankeschön. Bei mehreren gelungenen Aktionsbefehlen hintereinander steigt hier eine Zahl. Schon ab dem zweiten gelungenen Befehl erhältst du Vorteile im Kampf. In deinem Fall, Mario, steigt die Kampfanzeige schneller, je mehr Actionbefehle dir gelingen. Boah, war ziemlich viel auf einmal. Verzeihung. Ach so, erst der erste Part, keine Angst. Aber keine Angst, ne, falls du was vergisst. Drücke im Kampf einfach B und wähle Hilfe, dann erfährst du alles, was du brauchst. Hey, das ist doch richtig cool. Sogar außerhalb von Kämpfen kannst du Infos lesen. Wähle einfach Hilfe im Menü. Tschüss. Er ist einfach zu klein. Denk dran, ja? Ja, mach ich tot. Yeah! Ach man, der geile gemixte Soundtrack, auch alles richtig cool. Aber ich freue mich sehr, dieses Abenteuer nochmal zu erleben. Oh, das war's auch schon. Jetzt kannst du den ganzen Fiesling schön was das Fürchten lernen. Gut, also, dann müsstest du jetzt bloß... Was war das nochmal? Genau, dem Kronminister von der Prinzessin berichten. Wir sehen uns dann drüben im Pilzpalast, ja? Und hier für dich, nur für den Fall der Fälle. Drei Pilze erhalten, geil. Hab ich jetzt vier? Cool. Und weiter geht's, Leute. Aber ich würde auch sagen, dass das erstmal gut ausreicht für die Pilotfolge. Leute, ich hoffe, ihr freut euch sehr, auch wenn das Original noch nicht so lange her ist. Ja doch, 3 Jahre schon. Aber ich wollte dieses Spiel unbedingt spielen. Na, Mario RPG dann doch echt sich ein bisschen so in mein Herz geschossen hat, weil es echt ein schönes, simples Spiel. So manchmal ist ja auch sowas Simples gar nicht mal so verkehrt. Wie gesagt, die Story wird toll, bin sehr gespannt. Und was ich auch noch erzählen kann, das wurde ja auch so beworben, das Remake hat dann tatsächlich noch ein bisschen Nachspielwert, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Da bin ich auch sehr gespannt, ob ich das schaffe. Weil dann irgendwie alle Bosse des Games nochmal ein Rematch wollen. Und die sind dann wohl übelst stark. Und da muss ich mal gucken. Aber ich weiß ja auch noch um so ein paar Items des Spiels, wie es da bestellt ist, dass die ja sehr, sehr OP unsere ganzen Charaktere machen können. Und ich glaube, die werde ich auch wieder schön finden, ja? Na, wir werden sehen, Leute, wir werden sehen. Auf jeden Fall aber wieder vielen Dank fürs Einschalten. Das war die Pilotfolge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, um dem Kronminister Bescheid zu sagen. Ciao, ciao!